Ekapada Paripurna Setu Bandhasana ist die volle Schulterbrücke mit einem erhobenen Bein. Kendra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage, auch genannt Entspannungslage oder Shavasana. Von hier beuge die Knie, gib die Fußsohlen auf den Boden, hebe das Becken hoch und unterstütze den Rücken mit den Händen und jetzt bist du in Setu Bandhasana. Du kannst jetzt erstmal beide Beine vollständig ausstrecken, dann bist du in Paripurna Setu Bandhasana. Und jetzt hebe ein Bein nach oben und so bist du in Ekapada Paripurna Setu Bandhasana. Eine Stellung, welche die Stärke der Handgelenke entwickelt, die Flexibilität in Oberschenkel und Hüfte, dir das Gefühl gibt, Brücken bauen zu können. Und indem du den Fuß zum Himmel räkelst, kannst du dir vorstellen, dass Himmelskraft von dir hinein, in dich hineinströmt und in die ganze Erde geht oder umgekehrt, dass du alle Energie der Erde verbinden willst mit der Himmelskraft.